Yo, Isaac, normal run mit Kane. Weil wir mit Kane noch nichts gemacht haben, genauso wenig wie. Ich wollte normal run, das habe ich wohl wieder verkackt, ne? So, normal run. Ja, und wieder sehr viel Spinnen, die ich mag. Weil sie genau diese Sprünge machen. Die rote lebt doch viel länger. Das ist uncool. So, wir haben einen Schlüssel und wir haben dieses komische Baby, was auch schießt. Uns das so viel helfen wird, ich weiß ja nicht. Sieht schon mal schön aus. Habe ich irgendwie eine XL-Ebene erwischt oder warum ist es auf einmal so groß? Für eine erste Ebene. Hallo Batterie. Joa, ich glaube, ich habe eine XL-Ebene erwischt. Ich habe sogar Bomben. Die benutze ich auch mal. Denn alles in der ersten Ebene ist irgendwie gut. Ich kriege eine Bombe zurück. Der Rest ist egal. Warte mal. Wollte schon sagen, das trifft ja die anderen nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, stirb, krepier, leise, laut. Was bringen die Blauen eigentlich nochmal? Da explodiert etwas, nicht schön. Ich krieg sogar eine Kiste. Mit sehr viel Geld und Schlüssel. Ja gut, so viel Geld ist es noch nicht, aber da sehe ich einen blauen Stein, den nehme ich mit. Kommen noch Spinnen raus. So, ich weiß, dass da ein Herz ist. Wow, das war sehr schön. Amnesia, oh nein. Oh nein, ich kriege einen Schaden durch Stacheln, das ist nicht so cool. Das ist wirklich nicht so cool. Dass ich mich jetzt gerade dumm anstelle. Normalerweise kann ich sowas mit Stacheln. Aber ich sage ja nur normalerweise. Und Amnesia ist gerade total scheiße. Ich wette, ich krepiere gleich am nächsten nicht normalen Raum. Warum lösche ich das Feuer, wenn ich da eh nichts holen kann? Ich weiß es nicht. Ah, hier war das Herz. Nice. Gehen wir einfach mal hier lang. Was? ja. Book of Shadows. Siehste, hat was gebracht. Sogar sehr viel gebracht. Mann, Mann, Mann. Das ist doch nice. Und dann noch Two of Diamonds. Ich liebe das Book of Tower. Anarchist Cookbook. So, Tower war die Karte. Amnesia, I hate you. Warum war die Pille auch nur Amnesia? Das blaue Herz wollte ich halt nicht nehmen, weil wir genug rote Herzen noch rumliegen haben, falls wir Schaden nehmen würden. Was wir auch tun. Und ich gucke mich erstmal zu Ende um. Weil, wenn das jetzt wirklich XL-Ebene ist, was ich nicht weiß, ja, Cellar XL, dann gibt es noch einen Itemraum, den es zu finden gilt. Alter, wie viele Schlüsse kriege ich allein auf dieser Ebene, bitte? Ich meine, ich will nämlich die bescheren, dann habe ich irgendwann keine Schlüssel mehr. Yay, wer mich berührt, wird dann Geld hinterlassen. Will ich in den Shop? Ich weiß nicht, was dieses Recycle-Dings ist. Aber ich werde es mir auch nicht holen.
Auch wenn ich das Item mal holen sollte, um dann halt zu sagen, hey, du hast dir das Item endlich mal eingesetzt und bekommen. Nimm mal. Als Eintrag quasi. Jetzt gibt es auch zwei Bosse, yay. Blaue Famine. Was macht denn blaue Famine? Kannst mir jetzt nicht sagen, genau nur das da. Genau nur das da. Wow, wie extravagant und innovativ. Ja, natürlich trifft das. Irgendwann gibt es einen Bandage Ball. Und noch ein blaues Herz. Hallo Little Horn. Du musst nicht gleich abhauen. Ich darf nicht vergessen, dass ich das Book of Shadows habe. Doch keine verfolgenden Bomben, bitte. Wenn normale Trollbomben, danke. Yay, Mom's Car. Oh Gott. Holy fuck! I am Error. Telepilz in den Error Room. Das finde ich doch mal geil, auch wenn ich meine Tour of Diamonds Karte gerne wieder hätte. Nur leider bekomme ich die nicht mehr wieder. Range down, Luck up. Oh, Tour of Diamonds Karte hätte ich gerne wirklich noch behalten. Ich meine, guck mal, wie viel Geld wir jetzt sonst hätten. Ich meine ja nur. Wir hätten verdammt nochmal fast 60. Tschüss. Wir hätten 62. Darauf erstmal. Das Schild. Na gut. Caves. Ich glaube nicht, dass wir dafür bereit wären, aber hey. Natürlich. Ich meine, ich sollte es positiv gehen. Ich krieg sehen. Ich krieg Geld. Aber nein. Nein, habe ich gesagt. Mann. Moment, kriege ich eigentlich auch Geld? Das ist eine coole Kombi. Fällt mir jetzt so mal ein. Ja. Das ist wirklich eine coole Kombi. Book of Shadows und gib ihm. Durch Selbstberührung. Aber ja. An die Bombe komme ich natürlich nicht ran. Könntet ihr mal krepieren? Danke. Ich frage mich, wie ich diesen Raum ohne Schaden bestanden habe. Noch mehr Geld. Ist ja nicht so, als hätten wir genug. Ich darf nur nicht auf Q kommen, ich habe schon zu wenig Range. Ah. Ich vergesse immer wieder, dass sie nach oben gucken können. Und nicht nur seitlich. Für das Herz gönne ich mir sogar eine Bombe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, oben oder unten in diesem Raum ist ein Geheimraum. Wahrscheinlich eher oben. Oh, gucken wir mal oben rein. Ja, das könnte wirklich so sein. Ja, beweg dich doch, wenn du das siehst. Aber nein, habe ich nicht getan. So, warum könntest du auch aufnehmen? Noch mehr Bomben! Wenn du mir eine Bombe gibst. Hast du Pech gehabt. Ja, Geld, das hole ich mir nicht. Das ist es mir nicht wert. Ich habe genug Geld. Oh, diese komische Scheißhaufen, die noch irgendwie
Farbe drin haben. Ich mag die nicht. Die bewegen sich so random. Auch wenn ich eher so der random Typ bin. Och nö, och nö, och nö. Warum müssen die verfolgende Schüsse haben? Ich meine, eigentlich haben sie sie nicht, aber sie werfen schief. Das ist es. Yay. Yeah. Batterie. Wow. Besser als nichts. 9 Volt. Kann ich auch erstmal wieder ein bisschen einzahlen. Für den Fall. Wir haben ja genug Geld. Und einzahlen ist immer gut. Ich weiß nicht, was man bekommt, wenn man wie viel eingezahlt hat, aber ich kann gerade gut einzahlen. Das war eine gute Summe. Da will ich mich nicht beschweren, dass die jetzt kaputt geht. Das waren 20? Ja, wir hatten 49, glaube ich. Da sollte ich mich nicht beschweren. Und außerdem kann ich ja das Book aktivieren und dann hätten wir sowieso wieder. Ich kannte diese nicht. Die mit den Gesichtern, haben die schon immer sowas gemacht? Ich meine, ich kannte sie schon, dass es sie gibt, aber war das schon immer so? Bomberman! Musste sein. Stop it! Huh, beinahe vergessen, dass man schräg laufen muss. Gerade laufen muss. So, jetzt nur noch du. Danke. Ah. Wir haben den Itemraum noch nicht. Schön. Ich hoffe, das ist wieder einer der Reiter. Ich will Bandage Girl haben. Dann habe ich noch mehr Schusskraft. Das finde ich nicht gerade verkehrt. Bevor ihr irgendeinen Ärger macht, verschwindet. Warum kriege ich so viele Items auf einmal? Wow, was ein Itemraum. Ich muss eine Bombe für verwenden. Ich meine, ich habe genug, deswegen ist es mir egal, aber Lost Fly, Lost Protector. Ja, die Fliege ist wirklich verloren. Die ist einfach irgendwo. Und macht sie Damage oder beschützt sie mich nur vor Tränenschaden quasi? What? Uncool. Musst du das jetzt die ganze Zeit machen? Ich habe keine Range, Alter. Das Buch will ich irgendwie nicht benutzen. Ich glaube, es ist es mir nicht wert. Aber Sin-Up, ja. Why not? Ich glaube, die halbe Maus ist im Bildschirm gewesen oben rechts die ganze Zeit. Was kommt denn so bei Sin-Up? Ich hatte es noch nie so wirklich. Will ich? Ja, komm. Fragezeichen, What? Boah, lass in diesem Raum. Natürlich kriege ich noch Geld von ihr. Wow, 2 Bomben. Ernsthaft? Ach, man kriegt nicht mal was Vernünftiges. HP wäre nicht schlecht. Danke. Wow. Wow. Ja. Lucky Food ist auch nicht mehr das, was es mal war, aber das ist ja klar gewesen. Pushpin, yay! Endlich, schneller. Shop. Das ist, glaube ich, die Fragezeichenpille. Ich habe nämlich keinen Curse gesehen.
Ach nee, Pushpin war Pierce Shots. So, jede paar Minuten Trinket wechseln oder was ist das hier? More Trinket Room. Yes, Mother! Warum habe ich jetzt das Schwert? Was habe ich sonst noch von Mutter? Nicht viel. Scheiß auf die Trinkets. Ernsthaft? Oh mein Gott. Damit hätte ich mir das Trinket nur dennoch holen können. Ist das den blauen Stein? Ich weiß es nicht. Ich erkenne solche nicht mehr. Oh, sind das die, die springen? Nein, aber die explodieren. Ah, alles klar. Schön, jetzt kann ich mit meinem Snipe noch mehr Schaden machen. Wenn ich Book of Shadows habe. Yay. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich die nicht mehr getroffen. So, Schlüssel. Was haben wir hier? Was ist denn das? Monstrous Lang. Oh. Quasi was wie Brimstone. Muss man aufladen. Ja. Wenn es auch noch den schönen Schaden machen würde, dann wäre es geil. Range Down und Telepills. Sehr schön. Wow, wieder nie einer auftaucht. Bye! Ja gut. Das war nicht sehr schön. Ah, die XL-Ebene war nice. Double Shot. Ja. Nehme ich. Ich hoffe, wenigstens den verkacke ich jetzt nicht. Weil Double Shot ist auch sehr nice. Ja gut, ich hätte Sin-Up nicht nehmen müssen, aber hey, da bin ich sowieso schon gestorben, weil ich mich treffen lassen habe. Ich sollte aber irgendwie öfters mal das Book of Shadows verwenden, wenn ich schon habe. Wow. Ist ja nicht so, dass man auf der ersten Ebene voll was finden kann. Da gibt es auch so viele Türen mit Schlüsseln. Als ob ich jetzt das Geld hätte, im Shop was zu kaufen. Komm, sag es, krieg ich einmal eine Münze. Und noch eine Münze. Oh, und da gibt es dieses Trinket sowieso für Angebot. Oh. Ich meine, mit einer Bombe könnte ich das Dings da sprengen, aber darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Wow, das war geil. Warum habe ich das blaue Herz aufgenommen? Jetzt kann ich nicht mehr in den Stachelraum. Wow, den spreng ich jetzt nicht. Wow. Ja gut, da war eine Batterie noch in diesem Ding, ne? Ich rieche Trinkets, Leute. Gib mir Trinkets. What's that? You feel her love. Mom's Locket. Sicher, dass ich ihre Liebe spüre? Woher wollt ihr das wissen? Woo, Flatworm. Woo, woo, woo. Das ist eigentlich besser mit dem Double Shot, ne? Aber ich glaube, ich behalte das Pendant hier. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich glaube. Mehr Herzen? Okay, es ist Moms Pendant, also keine Ahnung. Larry Junior Blau. Ja. Kesselt mich nur nicht ein, dann bin ich zufrieden. So, ein blaues Herz. Lock up! Mehr Schlüssel, mehr blaue Herzen. Läuft. Satanraum? Nein. Warum?
So, Cellar 2. Kein Kampfraum für uns. Müsst ihr am Anfang eines Raumes da sein? Das sagt. Hat sich immer ein bisschen gelohnt. Yay, Sticky Babies. Warum ist häufig, wenn eine Bloodbank da ist, dieses Vieh da? Ich weiß es nicht, aber sollten wir jetzt Sachen droppen? Warum? Oh, 3 Münzen. Das sieht schön aus mit dem Sticky Baby. Ich sag mal so, ich will auch in den Shop gucken. Was kriegen wir jetzt? Mysterious Candy. Ich weiß nicht. Das macht quasi random pro Raum. Irgendwann kannst du, wirst du geheilt. Kein Blaustein? Blaustein? Nee, kein Blaustein. Ich hasse dich, wenn du unsichtbar werden kannst. Auch wenn du theoretisch und praktisch noch sichtbar bist, aber trotzdem. Hanses, gib mir Vision. Was ist da oben? Na, Boss können wir schon machen. Oh, ich hasse The Horn. Warum? Besonders der rosane, das ist. Random Breaks! Okay, was? HP up! Endlich! Hallo Krampus. Ja, natürlich lasse ich mich davon noch treffen. Klose. Ja. Ja. Kannst du mal damit aufhören? Oh, und jetzt bewegst du dich. Natürlich triffst du mich dann zweimal. Alter! Warum muss Brimstone sonst immer zweimal treffen? Dann gibst du mir auch so ein Scheiß-Item wie Krampus Head. Totally not worth. Ah man, kommt ein Saturnraum dann sowas? So, wie viele Herzen haben wir rumliegen? 1 bisher. Dann machen wir uns doch mal mit dem einen Herz wenigstens ein bisschen Geld. It shines for his brother? Its brother, Shiny Rock. Kann es sein, dass dadurch mehr Sachen unter Stein sein können? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme auch wieder das andere mit. Ah, und dann noch ein halbes Herz. 1. Hier sind auch noch ein paar Herzen. Was war 1? Ich glaube, ich will es nicht ausprobieren. Woher kommen die Spinnen? Na komm, nehmen wir das wieder. Oder? Ja, komm. Random Heal. Oh, so viel war das noch nicht. Im Shop war nichts Atemberaubendes, oder? Ah, fuck. Das war ein ganzes. Sehr gut, egal. Spare ich mir einmal hin und her gerenne. Da habe ich auch noch ein ganzes. Dann sage ich mal tschüss. Jetzt kriege ich das Herz schon wieder. Will ich Batterie? Ja, komm. Schon wieder 9 Volt.
Was habe ich jetzt? Gold Hoof! Nö. Okay, dann gib mir mal Ansys. Oder sollte ich Ansys aufbewahren? Ich glaube, ich bewahre es auf. Stachraum, nö, danke. Mäh. Da hätte mich der Gold Hoof gerettet. So, da sind Herzen, auf die verzichte ich. Auf den Schlüssel auch. Ja, komm. Machen wir schnell und schmerzlos. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich habe keine Bombe, ne? Warum solche Räume auf einmal? Das war Libra? Wenn das Libra wäre, will ich sie nicht haben. War das Libra? Gott, das weiß ich gerade nicht. What? Warst du rot oder warum? Du hast nicht noch geschossen. Ja, komm. Warum hast du Geld gegeben? Ich weiß es nicht. Yeah, hey. Auch Leben. Oh mein Gott, nein. Boah, ernsthaft. Ich hasse diese Viecher. Dabei habe ich schon dieses sticky Scheiß. So, dann fehlt noch du. Fehlst nur noch du. Second Hand. Extended Stat Time? Stat Effect Time. Okay. I don't know. Schon wieder Boom. Ich weiß nur, dass ich jetzt eine Bombe schon habe. Deswegen wir uns dann das Item holen können. Was ist das jetzt für ein Reroll? So, wenn ich jetzt noch eine Bombe hätte und noch eine Bombe, könnte ich da ankommen. Ich habe gerade irgendwie noch im Gedanken, ich habe viele Bomben, obwohl ich gerade gesagt habe, wir haben jetzt schon eine Bombe. Deswegen hole ich mir erstmal das Item. Tö. Ich weiß nicht, ob ich dann die anderen Gegenden noch erkunden will, weil ich glaube, ich bekomme mehr. Fuck. Mehr Schaden. Yay, Libra. Was? Ist doch gar nichts passiert irgendwie. Aber ich finde, ich sehe toll aus. Woher habe ich jetzt die Bomben? Ich weiß nicht, ob ich das so wissen will. Aber ich glaube, ein Herz nehme ich mit. Und dann haben wir auch genug Bomben für die schöne Truhe. Der Part geht schon 25 Minuten. Könnte hinkommen. Was ist das für ein Würfel? Reroll Rewards. Aha. Jetzt kaum noch Schaden. Du bist der nur beschwört, oder? Das gefällt mir gar nicht, weil ich hasse beschwörte Viecher, besonders wenn sie hinter dir stehen. Ja, so langsam wird es nämlich etwas viel und ich mache keinen Schaden mehr.
Wie viele sind denn da hinter ihm? Mach keinen Schaden mehr, das ist total scheiße. Danke fürs Herz. Die nehme ich so, Speed und Damage. Okay, nehmen wir einfach mal den D7 mit. Reroll Rewards. Das heißt, alles, was im Raum dann als Belohnung dasteht, kann ich rerollen, oder was? Zum Beispiel den da. Was ist das überhaupt? What? Ne, Reroll Enemies, oder was? Okay. Ach so, und dadurch halt den Reward. Flat Penny nehme ich. Okay, also wenn ich leichte Räume habe, dann gib her. So wie den hier zum Beispiel, der dauert nur gerade etwas. Kaum sage ich's, ne? Dann rasten die total aus. Und schießen auch mal. Der Left Hand. Nö. Warum ist der nur kurzzeitig grün? Das gibt total keinen Sinn. Wow, tolle Truhe. Ich reroll hier mal. Hört auf zu schießen und aggro zu sein. Das ist nicht die feine Fledermaus. Eine Bombe haben wir nur. Das lohnt sich nicht, den Geheimraum zu suchen. Puh, nicht mit mir. Nicht nochmal jedenfalls. Den Raum will ich nicht rerollen. Lass mal nochmal den rerollen. Beinahe. Und wir kriegen fast nur Schlüssel. Was ist doch für Kacke? Schon wieder eine halbe Stunde der Part. Ich hasse euch. Danke. Will ich nie im Leben rerollen. Nie im Leben. Den schon her. Und auf einmal kommt nichts. Wie kannst du nur? Was? Und eine Kiste. Ja, wenn jetzt nur nicht alles auf Stacheln wäre, wäre es echt nice. Aber hey, bin ja auch nur ich. So. Was hat mir Libra in dem Sinne gebracht? Nichts, ne? Das war tatsächlich Libra. Bombe! Genug Schlüssel. Nein, in den Raum gehe ich nicht. Der Raum ist ja ziemlich einfach. Yay, eine Münze. So, wo ist Shop?
Hau nicht ab vor mir, Spinne. Das machst du doch sonst auch nicht. Warum kann ich nicht sofort danach schießen? Das ist nervig. Komm, komm, gut. Bombe. Machen wir auch gleich noch mal. Eine Münze, ja gut. Ist auch zeitgleich ein Schlüssel. Oh Mann. Den mache ich nicht noch mal. Zu viel Kleinvieh. Darauf habe ich keinen Bock. Definitiv nicht. Schön langsam, ne? Sehr schön. Immer noch kein gar nichts. Ja, bitte eine Bombe für einen. Warum immer diese Spinnen? Ich hasse sie. Ich springe sofort instant auf einen zu. Und das egal von wo. Ah, natürlich Greed. Yay! Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, dann nehmen wir einfach mal einen anderen Charakter und versuchen, mit dem wir noch nichts geschafft haben und versuchen damit auch was zu schaffen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.